Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausflipper. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben jetzt Folge 41 und haben in der 40. Folge unsere schlechte Effekthaus gekauft. Und ich habe lange hin und her überlegt, was wir daraus machen. Und ich denke, ich habe mich im Groben entschieden. Dazu gleich mehr. Ich wollte nochmal kurz, 4 Mails, sondern sich nichts geändert. Wir können inzwischen nochmal 3 neue Häuser machen. Das kam dazu. Cool, schauen wir mal, wann wir das machen. Aber wir arbeiten natürlich erstmal in unserem Haus weiter. Ich habe ein paar neue Ideen. Jetzt ist das Ding, ich würde gerne mal schauen. Wir haben 212.000 Euro zu Verkauf. Ich möchte mir unbedingt Bobbers hat sich nämlich ein total cooles Haus gekauft. Und ich habe nicht aufgepasst, welches es war. Scheibenkleister. Jedenfalls, war das ein Haus. Ich kann das sein, dass es das ist. Nee, das ist es nicht. Mit einer riesengroßen, sozusagen Eingangshalle. Da ist es. Da müsste es sein. Oder? Nee, das ist es auch nicht. Im Prinzip ist es zweistöckig. Ist es das da? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist da geht da eine Treppe mitten hoch. Und es sieht so cool aus und hat viele Wände eingerissen. Und es hat mich total neugierig gemacht auf dieses Haus. Und ich werde mir dieses Haus auch als nächstes kaufen und unbedingt nochmal machen, wenn ich es dann irgendwie finde. Bin schon echt gespannt, wie das hier, das könnte es sogar gewesen sein, das Haus. Ja, das müsste es sein. Finde ich total großartig und es kostet aber im Moment noch zu viel, okay. Aber ich möchte das unbedingt auch machen. Das hat mich total, voll cool. Ich mache seinen Link zu seinem Kanal, mache ich, in die Videobeschreibung. Guckt doch bei ihm mal vorbei. Der hat inzwischen fast 100 Folgen von Hausflipper. Echt der Wahnsinn. Mit vielen schönen Ideen und man kann ihm ganz gut zuhören und sich die Videos anschauen. Macht Spaß und ja. Eine Sauna wird den Preis erhöhen. Also, ich habe mich entschieden, das Haus nicht für die ganz große Familie zu machen. Ja, ich hatte ja überlegt, hier die Käufer, ne, dass wir die Familie Jensen. Aber ich finde die Hausaufteilung einfach wahnsinnig kompliziert. Das kriege ich nicht gebacken. Das ist irgendwie. Die Überlegung war jetzt eher hier die Familie Schelling zu nehmen. Die wollen 2 Badezimmer, das kriegen wir alles gut hin, um umzusetzen. Und da können wir ein Kinderzimmer machen. Mit einem Neugeborenen, ne? Wir wissen nicht, welchen, die wollen wir fällen, welches Geschlecht das Kind hat. Achso. Und deswegen kann man dann ein schönes neutrales Zimmer reinbauen. Und man hat ja jetzt eine ganze Menge an neuen Kinderzimmermöbeln durch ein Update bekommen. Da ist also durchaus einiges, was man tun kann. Und ja, ich bin mal gespannt. Mal gucken. So, und trotzdem halten wir an dem Plan fest. Ich hasse diese Hecke. Boah, habe ich mich geärgert in der letzten Folge, ne? Also hier sieht es irgendwie ganz furchtbar aus, aber gut. Der Plan ist ja, dass hier ein großer Pool hinkommt. Genau, und Pool. Jetzt gucken wir mal, was er alles hat. Da, Pools. Gibt es Erholung? Achso, hier haben wir nicht. Nee, also Pools gehören nicht zur zur Erholung, warum auch immer. Sonstiges, gehören sie dahin? Ah, hier ist, nee. Wo gehören bitte die Pools hin? Architektur, Gartentreppen, Konstruktionen. Nee, auch nicht. Möbel? Nein, natürlich nicht. Bodenbedeckung? Bin ich jetzt doof? Keine Kommentare, bitte. Es muss doch hier... Gibt es echt bloß diese... Ich dachte, es gibt mehr. Jetzt bin ich echt verwirrt. Das finde ich jetzt gar nicht schön. Gewässer.
Ah ja, hier gibt es Pools. Genau, weil es gibt nämlich eigentlich noch viel mehr. Das dachte ich mir doch. Es gibt nämlich auch hier dieses riesige Schwimmbecken. Gut, das ist eine kleine Familie, die wird sich sowas Großes vielleicht nicht, aber hier so ein Kinderschwimmbecken kommt auf jeden Fall hin. Ah, das sind Teiche, okay. Und jetzt möchte ich natürlich schon gucken, dass wir schauen, dass wir hier mit den... Ah, da sind so kleine Steine, die könnten mir gut gefallen. Machen wir Rot? Jetzt kaufen. Ja, das Rot können wir machen. Ah, okay, cool. So. Das ist natürlich die Frage, wie rum, ne? Aber so könnte das eigentlich ganz gut sein. Ne? Dann machen wir hier... so ist es gerade. Genau. Das war ja mein Plan, dass ich hier einen Pool hinbaue. Genau. Denn der Platz ist definitiv dafür da, dass man hier einen Pool hinbaut. So. Da kommt er hin. Ich bin eingesperrt. Sehr schön. Hervorragend. So, dann schaufeln wir mal los. Oder auch nicht. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Ach, das ist schon aus. Okay, alles klar. So, mit Erde bedecken. Genau, das ist nämlich das erste Mal, dass wir auch einen Pool, einen großen Pool in den Garten eingebaut haben. Und dann können wir nämlich hier so ein bisschen... Zeug drumherum bauen und basteln und ja, es sieht mit der Hecke nicht ganz so schön aus, aber ich habe mir einfach vorgestellt, ne, dass du hier so einen Weg hast und hier hinten, die Terrasse, werden wir, denke ich, gucken, ob ich die Zäune dann vielleicht doch nochmal wegmache und einen Weg dahin mache oder so, mal gucken, genau, ja. Letztes Mal bin ich gegen die Tür gelaufen, ich Depp. Ja, wir sind jetzt hier im Ess- und Wohnbereich. Genau, hier wird es eine große Küche geben. Was ich mir noch überlegt habe, ist, dass wir hier... Aber dafür ist nicht genug Platz. Okay. Ich hatte überlegt, ob ich hier die Wände nochmal rausreiße, einen Stutz reinbaue und hier sowas wie eine Inseltheke hinmache. Aber eigentlich, warum nicht? Ich probiere das mal aus. Wir haben ja Zeit und ja, ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben da eine Wand vergessen. Haben wir? Hallo? Ach, da ist sie. Genau, mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe noch keine Ahnung. Oh, da... Alles klar, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da ist nämlich... da ist eine Wand. Erstaunlich. Okay, so. Und dann bauen wir auf jeden Fall mal den Stutz hier rein. Müsste ich nicht eigentlich scrollen, um... Ach so. Ah, okay, alles klar. Genau. Da machen wir jetzt erstmal nur die zwei. Und dann muss ich mal gucken, ob das hinpasst. Genau. Nee, nicht den Hammer. Den lassen wir mal stehen. So, gib mir doch mal eine Küche. Und dann hätte ich gern... Kann man einfach Theke Theke? Nee, macht er nicht. Okay, wie heißt es denn? Insel. Kücheninsel. Machen wir Insel. Insel? Nimmt er nicht. Warum nicht? Ist das falsch geschrieben? Nee, eigentlich nicht. Was ist, wenn wir Kücheninsel? Ah, okay. Ah ja, also es gibt nur die Colina als Insel. Hier hätten wir eine mit Herdplatte als so eine Insel. Die will ich aber nicht. Das ist jetzt irgendwie nicht so cool. Okay, versuchen wir mal was aus der Colina zu zaubern. Ich habe allerdings gesehen, dass der Bauer sich mit der auch letztens rumgeärgert hat. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Ich habe da was ganz Tolles gesehen gehabt. Was ist das? Dunkle Buche. Die dunkle Buche ist eigentlich sehr hübsch. Und dazu nehmen wir aber so eine... Oh, weißes Holz. Nee, der verschneit. Der verschneite Schnitt. Schnei.
Wir gucken mal. Eigentlich müsste das doch. Achso, das ist eine Ecke, ne? Also theoretisch müsste man ja eigentlich. Ja, ich weiß, was er meint. Das ist schon komisch gemacht. Nee, das ist nicht so das, was wir gerne hätten. Ich hätte gern hier so eine linke Eckschrank. Wieso gibt es hier nur solche? Das ist ja ein Quatsch. Hier. Genau, die sind es doch eigentlich, die man gerne hätte. Genau. Wir lassen mal die dunkle Buche. Wir lassen das mal so, wie es ist. Genau. Und dann hätte ich eigentlich gerne, dass die im Prinzip hier so. Ich meine, wir können es ja dann immer noch mal verkaufen, ne? Wenn das so nichts wird, wie ich mir das gerne wünsche. Und jetzt wäre natürlich so eine Ecke cool. Aber da hast du natürlich, jetzt bräuchte man die ohne Insel, ne? Also mal, jetzt tun wir mal Colina. So, das ist eine Kücheninsel. Die wollten wir nicht. Den Eckschrank rechts. Nee, wir brauchen den linken. Das ist jetzt aber auch wieder die Insel. Eckschrank links aus Holz. Genau, so. Und jetzt müsste man doch eigentlich das hier hin machen. Oh nein, es passt nicht. Scheibenkleister, das ist natürlich. Warte mal. Hoppala, Entschuldigung. Vergessen, dass ich es noch auf laut habe. So. Okay, hier hin. Jetzt müsste die hier eigentlich anschließen. So, und jetzt habe ich das Problem, dass die da nicht hinpasst. Wir müssten also eigentlich die Säule noch einreißen. Und das, glaube ich, sieht dann kacke aus mit dem Türbalken. Jetzt hoffe ich, dass es, aber wahrscheinlich gibt es den doch hier. Oh, wir haben vielleicht Glück. Sieht trotzdem kacke aus. Na, dann hatte ich mir eigentlich ursprünglich vorgestellt, dass man halt hier nochmal sowas ja, so eine Durchgangsreiche hat. Ne, wenn man jetzt hier den Sturz hat, dann ist das ja schon fast wie so eine, gibt es nicht sogar Fenster, warte mal, Wände, Wände, Türen, Türen, Vorhänge, Türen, und Türen eigentlich nicht hier. Ach so, ein Fenster gibt es nicht. Na gut. Ja, es war ein Versuch wert, zu sagen, dass man hier im Prinzip wie so eine Durchreiche macht. Aber wie ihr seht, es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Na gut, dann machen wir das alles wieder weg, reißen den Sturz wieder ein, weil ich damit nicht sonderlich zufrieden bin. Und bauen einfach ganz normal die Wände wieder hin. Ja, schade, schade. Aber gut, das ist nicht ganz so schlimm. Es ist okay. Es wäre, finde ich, schöner gewesen. Aber gut. So. Dann, was wir machen, ist, wir müssen jetzt hier erstmal das. Da wäre übrigens ein Fernsehanschluss gewesen, ne, Bobas? Krass. Ich verstehe es nicht. Finden kann man den nicht. Naja. Was ich gerne aber machen möchte, ist halt, gibt es. Ah, das ist nervig, wenn man etwas sucht und weiß, dass es es gibt. Aber man nicht weiß, wie es im Spiel benannt ist. Dann muss man erstmal suchen. Na gut, sonstiges. Kamin. Warum findet der das nicht, wenn man Kamin eingibt? Hier. Verstehe ich nicht. Biokamin. Okay, alles klar. Der ist doch schön. Der ist schön.
So, und jetzt gucken wir mal, dass wir dann was finden, was dann. Ach, hier, Marmor, genau. Oh, weiße Ziegel, auch sehr hübsch. Oh, schwarz, Creme. Das ist fast ein bisschen zu viel Marmor. Ach, komm. Dunkelgrau, ja. Oh, das ist schön mit dem Dunkelblauen. Rot finde ich nicht so gut. Hell? Oh, nee. Orange? Okay. Wir nehmen das Dunkelblau. Und dann nehmen wir das. So. Und dann hätte ich nämlich gerne hier einen Kamin. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das passt, wie ich mir das vorstelle. So. Und dann machen wir hier nämlich eine Mauer hin. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den noch mal ein bisschen mehr ausgerichtet bekommen. Nee, schade. Das ist echt nervig, ne? Der ist halt eigentlich. Oh, das ärgert mich, ne? Dass der einfach einen Ticken zu weit links ist. Das ist was, das kann ich gar nicht ab. In dem Moment. Der könnte es eher sein. Okay, wir reißen das nochmal ab. Wir haben ja, Mensch, unendlich viel Geld. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das mache ich total gerne. Aber gut. Ich habe mir das jetzt so in den Kopf gesetzt und will das so unbedingt haben. Und deswegen kommt das jetzt so dahin. So. Also hier wäre hier. Da hat man also noch eine Menge Platz. Und hier. Jetzt ist die Frage. 1, 2, 3, 4. Hier wäre es der vierte, der fünfte. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, der passt nicht. Also müssen wir 3 machen. 3. 1, 2, 3. Dann wäre es der hier. Wir machen jetzt mal trotzdem den, in der Hoffnung, dass das. Ui, neuer Fertigkeitspunkt. Und wenn wir den jetzt hier ganz nah anmachen. So. 1, 2, 3. Und jetzt müsste das der sein, oder? Nee, ein weiter. 1, 2, 3, 4, da. Das ist schon wieder nicht symmetrisch, ne? Aber gut. Aber ich glaube, wenn du den eins näher machst, dann passt er nicht mehr hin, ne? Okay. Gut. Naja, ich denke, das wird etwas sein, das man allgemein nicht hinbekommt, dass das so gerade ist, wie man sich das gerne vorstellt. Deswegen müssen wir damit jetzt leben. Okay. Blö, halt, bauen. Bauen. Bauen schneller. Reichweite. Die Reichweite beim Mauern ist um 1 Meter erhöht. Okay, du kannst 5 Wände gleichzeitig. Machen wir erstmal das und danach machen wir das ein bisschen schneller. Genau, so. Okay, da ist es so. Genau, hier kommt dann der Esstisch hin und hier. Genau, ich werde nämlich nochmal alles ein bisschen umdisponieren. Hatte ich ja jetzt am Anfang der Folge gesagt, hatte noch gar nicht viel weiter dazu gesagt. Sorry dafür. Genau, ich möchte. Es gibt ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und es wird nochmal ein Wohnzimmer geben. Jetzt weiß ich nur noch nicht, was hat das jetzt hier? Das sind 17 Quadratmeter. Ich denke, das wird das Wohnzimmer werden. Hier kommt das Schlafzimmer hin. Obwohl, boah, das Schlafzimmer ist so weit vom Kinderzimmer weg. Ob mir das gefällt? Nee, wir machen hier das Schlafzimmer hin. Und hier wollte ich die Wände einreißen. Genau. Wir können noch eine. Dann haben wir hier nämlich ein. Müssen wir mal gucken. Und dann kommt, weiß ich noch gar nicht, vielleicht kommt vorne dann das Arbeitszimmer hin. Oder sowas. Oder vielleicht ein Billardzimmer oder so. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Oh, guck mal, versteckt.
Ja, war da jetzt was drin oder war da nichts drin? Okay, da war einfach nur ein Safe. Schade. Ich hätte gedacht, dass. Aber das Poster ist schön. Ein Bild. Das ist toll. Das können wir eigentlich benutzen. Ja, genau. Das wird das Wohnzimmer. Genau. Wohnzimmer. Dann haben wir hier ein Badezimmer. Hier können wir eventuell Vorratskammer oder ein Wäschezimmer oder sowas hinmachen. Dann könnte man hier die Waschmaschine nämlich rausschmeißen oder den Trockner oder was auch immer. Das ist ein furchtbar altes Ding. Den schmeißen wir jetzt hier weg. So. Genau. Können dann auf jeden Fall vielleicht ein Zimmer mit einer Badewanne machen. Was hat das jetzt hier? 7 Quadratmeter. Das hier sind 8 Quadratmeter. Oder wir machen hier die Toilette. Ja, ich glaube, hier wird das Bad. Ja, das machen wir. Hier machen wir das Badezimmer draus. Das ist eine hervorragende Idee. Jetzt bin ich total abgeschweift. Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes machen. Irgendwie gefühlt haben wir in der Folge noch gar nichts wirklich hinbekommen. Aber hey, was soll's? Gut. Nee, ich glaube andersrum, oder? Nee, das ist gar nicht das richtige Braun. Das ist das falsche Braun. Die haben hier das Dunkle genommen, ne? Ja. Andersrum. So rum. Okay, gut. Noch eins. Jetzt. Genau. Ja. Ja, warum nicht? Hier das Badezimmer, da Waschraum. Es gibt ja auch so Wäscheleine und sowas. Da hast du nochmal eine kleine Toilette. Ja, das machen wir. So, cool. Ja, Mensch. Ja, also, das ist ja doch so einiges, was wir hier so gemacht haben heute. So, jetzt entscheiden wir uns mal, welche Küchenmöbel wir nehmen. Küche. Die Emi. Die Emi. Was gibt's hier? Zeder, Sapeli, Wengenholz. Ich kann toll vorlesen, ne? Zeder ist so verdammt schön, aber ich will nicht jedes Mal das gleiche nehmen, ne? Das ist aber, glaube ich, nicht die, die ich gerne hätte. Die Emi haben wir auch in einem unserer Häuser schon benutzt gehabt. Das möchte ich nicht. Die Colina. Die Colina gefällt mir von den oberen Schränken her sehr schön. Diese dunkle Buche finde ich sehr edel. Macht sehr schick. Und jetzt würde mich interessieren. Nee, warte mal. Jetzt gucken wir mal schnell bei Möbeln. Schränke. Hängend. Hier ist doch da dieses da. Was ist das? Ach, das ist Sapeli. Okay, gibt es ja auch dunkle Buche. Zeder, schwarz. Buche, Eiche, schwarz. Pappe. Teak. Nee. Die finde ich nämlich sehr schön. Und ich habe mir überlegt, dass man eventuell... was gibt es hier? Sapeli, Teak. Okay, Kirsche. Ich würde gerne in dem Essbereich gern so ein bisschen was mit einbauen. Mal gucken. Okay. Wo waren wir bei der Küche? Genau. Ja, die Colina. Schon sehr schick, sehr edel. Die Beo. Die Beo finde ich persönlich auch sehr hübsch, zumal es da einen eingebauten Ofen gibt. Ja, die Glenn, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Das ist so mein absoluter Favorit. Aber die kann ich natürlich auch nicht jedes Mal nehmen, ne? Küchenschrank. Das sind so ganz schlichte Küchenschränke. Okay. Und hier hat man sogar komplett klassische Eckküchennische mit Spülbecken. Aber es ist natürlich schade, wenn du sowas nimmst, dann hast du halt nichts, was dazu passt, oder? Also... Da könnte man klassisches Küchenset, okay. Ja, nicht so, dass man sagt, man füllt einen riesigen Raum aus. Das ist was für kleinere Häuser, finde ich das total super. Gut, wir nehmen die Beo. Das tun wir, genau. Und dann ist die Frage, nehmen wir mal was Dunkles? Boah, nee, das kannst du nicht machen, ne. Ganz gewagt. Arbeitsplatte. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von dunklen Sachen, ne? Aber auf der anderen Seite, ich meine, man muss auch gucken, dass man nicht immer das Gleiche nimmt. Aber schwarz finde ich schon schwierig, ne? Blau, braun, grün.
Rot. Boah, eine rote Küche. Ist natürlich schade, ne? Wenn du das helle nimmst, dann hast du bloß diese komischen hellen Farben. Wenn du jetzt... Die Kombination aus Weiß und Rot wäre total cool. Das würde ich sofort nehmen. Ja, aber das mit dem Grau und dem Rot, ich finde das wahnsinnig dunkel. Also das ist, wirkt ganz heftig. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir das wirklich gefällt, wenn das so krass dunkel ist. Aber gut, warum nicht? Machen wir. Wir machen das jetzt so. Okay. Der Herd. Ich habe noch keine Ahnung. So, ich glaube, den machen wir hier irgendwo hin. Ich tue den jetzt erstmal einfach irgendwo hinstellen. So, dann haben wir uns zumindest da schon mal entschieden, welche wir nehmen. So, dann möchte ich gerne Möbel, Tische. Ich hätte gern, was kann man, neuesten, ältesten, aufsteigend, absteigend. Absteigend. Das heißt, wir haben schon mal die teuersten Tische, ausklappbarer Holz, riesiger Holztisch, lebendige Farben, helle Farben, riesiger, dunkler Tisch. Oh Gott, dunkelgrau. Ja, ne? Warum nicht? Ich meine, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, ne, was Großes zu nehmen, warum nicht? So, und jetzt ist die Frage, hier würde der eigentlich besser hinpassen, ne? So richtig rein in den Raum, ob man nicht eventuell den Kamin eher hier hinstellt. Wobei das dann mit einem Sofa schwer werden könnte. Aber so finde ich den, also ich meine, ich finde den Tisch großartig, dass er so riesengroß ist, aber ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit dem, wohin damit? Oh, mitten rein, ne? Mitten rein. Machen wir halt einfach, wisst ihr was, wir machen einfach keine Couch rein, sondern wir stellen hier halt einfach, wir müssen einen anderen Kamin nehmen. Scheibenkleister, Biokamin. Was ist denn mit dem hier? Du musst ja jetzt dann doch schon gucken, dass du was nimmst, was dazu passt. Dunkelgrau, nee, wir können das Dunkelblau können wir trotzdem nehmen. Dann nehmen wir aber eher sowas Marmormäßiges. Ja, okay. Ach Gott, der sieht so viel größer aus, wie er eigentlich ist. Ach shit. Naja, gut. Aber vielleicht ist es das, was wir jetzt gebrauchen können. Ich finde das mit der Idee, mit der Wand eigentlich total cool. Aber dann muss das jetzt wieder ein bisschen näher dran sein. So wird das nämlich nichts. Okay. Quatsch. Entschuldigung. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, und jetzt müssten wir doch eigentlich genug Platz haben, dass wir den... Oh. Na toll, jetzt ist er auf der Seite näher, aber nicht mehr auf der. Ihr wollt's mich doch verarschen, ey. Das ist ein Kackdreck, Mist. Jetzt hätte ich gern. Ja, es ist okay. Ich bin wirklich nicht. Es ist anstrengend, dass das nicht so ist, wie es ist. Aber gut. Genau, das wird einfach ein riesiges Esszimmer. Hier hinten möchte ich gern dann. Da ist die Überlegung, ob ich vielleicht doch nochmal abreiße. Ja, ich denke, das mache ich auch. Da, genau. So. 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 Und so. So.
Hallo? Ach so. Oh Gott. Und jetzt tun wir die Wand hier auch noch einreißen. Genau. Das ist nämlich, da hat man jetzt ein bisschen mehr Nische. Und das gefällt mir ganz gut, wenn ich da jetzt dann, weiß ich ja noch nicht, die Regale nicht, sondern so Sideboards oder sowas reinmachen möchte. Dann finde ich, sieht es angenehmer aus. Genau. Das ist der Plan. So. Genau. Die hier muss noch weg. Okay. Hallo? Ach, hey. So. Da noch. Okay. Genau. Dann hat man hier nämlich so eine richtig schöne Nische für ein Sideboard. Das fände ich super. Damit ist der Tisch auch automatisch irgendwie ein kleines bisschen weiter in der Mitte. Und dann, ja, mal gucken, was wir daraus zaubern können, was wir daraus machen. Mal schauen. Jetzt mache ich jetzt mal Schluss für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Freue mich, dass ihr dabei wart. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen. Dann schreibt eure Ideen gerne in die Kommentare. Und ja, wer noch kein Abonnent ist, Daumchen drücken und abonnieren nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Hausflipper. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.